Moin Moin, Seekraut-Freunde. Wieder mal eine neue Flaschenpost für euch. In dieser Flaschenpost soll es um das Neujahrs-Event gehen. In den letzten Tagen hat World of Warships oder Wargaming uns mit immer weiteren Informationen versorgt, wie das Neujahrs-Event dieses Jahr aussehen wird. Ich habe mir jetzt ein bisschen die Mühe gemacht und habe euch die ganzen Informationen mal zusammengetragen. Hier ist es quasi die Übersicht der Nachricht des Neujahrs-Events und das dazugehörige Video, was World of Warships veröffentlicht hat. In diesem Video wird veröffentlicht, dass die Duke of York das Schiff sein wird, was man hier erfahren kann in diesem Neujahrs-Event. Wie kommt man jetzt ausgerechnet zur Duke of York, fragt man sich da jetzt. Vor allen Dingen, wenn halt auch schon ganz andere Schiffe im Raum stehen. Es gibt ja so viele Premium-Schiffe, die zurzeit in den Testphasen sind. Die Duke of York war jetzt eins davon und die soll es nun werden. Gehen wir doch mal zurück hier auf der World of Warships Seite und scrollen ein bisschen runter. Und hier wird als erstes, und zwar am 7.12., die Geschichte der Scharnhorst erzählt. Die Geschichte der Scharnhorst spielt genau zur Weihnachtszeit, 25. Dezember 1943, beziehungsweise am 22. Dezember. Das hat es am Nordkap unterwegs gewesen, halt die deutschen Streitkräfte entdeckten eine Transportgruppe, die sich entlang der norwegischen Küste bewegte. Und nach langem Zögern und viel Aufklärungsarbeit konnte das Oberkommando der Kriegsmarine die britischen Streitkräfte, die den Konvoi beiwohnten, nicht ausmachen. Man entschied sich, das Risiko einzugehen und anzugreifen. Am 25. Dezember 1943 stach das Schlachtschiff Scharnhorst in Begleitung der 4. Zerstörerflottille mit der Z-29 als ihrem Flaggschiff in See. Etc. pp. Ich möchte euch jetzt hier nicht die ganze Geschichte vorlesen. Das könnt ihr gerne selber tun. Die ist sehr, sehr interessant geschrieben, gibt sehr viele Informationen. Und das ist quasi die Basis für die Erzählung des neuen Feldzugs. Hier ist dann auch klar, warum die Duke of York das Schiff sein wird, was man in diesem Feldzug gewinnen kann, erspielen kann, weil die Duke of York maßgeblich an der Versenkung der Scharnhorst beteiligt war. Und ja, das hier, wie gesagt, ist cool erklärt. Hier gibt es dann auch noch ein paar nette Fotos, Bilder, Statistiken sozusagen, wie genau dieses Gefecht stattgefunden hat. Und ja, ich denke, es ist ganz cool, das sich anzugucken. So, um euch mal zu zeigen, was es für ein Schiff oder wie das Schiff aussehen wird, machen wir hier einfach mal einen Klick. Und da haben wir die Statistik für die Duke of York. Dieses Foto ist nicht ganz neu. Für viele von euch, die in World of Warships unterwegs sind, kennen dieses Schiff schon. Es ist nämlich quasi wie King George der V., bloß anders als Premium-Schiff. Zurzeit gibt es eine ganze Menge an Veränderungen, die da im Hintergrund stattfinden. Das Schiff sollte ursprünglich keine Reparaturmannschaft haben. Jetzt ist sie wohl wieder dabei. Dafür sind andere Sachen wieder rausgelassen worden. Noch ist das Schiff wohl nicht final. Die Supertester berichten da immer wieder von interessanten Veränderungen. Die kann man bei uns auch auf der Facebook-Seite nachvollziehen. Und natürlich, wie immer bei Wargaming auf der Facebook-Seite, etc. pp. Andere YouTuber berichten ja auch intensiv über dieses Schiff und haben da auch andere Zugänge als wir. Wir berichten jetzt nur über diese Sachen, die mehr oder weniger offiziell sind. Und das beleuchten wir hier. Also wie gesagt, dieses Schiff wird es geben. Ja, 28 Knoten schnell. Sehr stark verwandt mit der King George der V. War in derselben Verband, obwohl King George der V. das Flaggschiff dieses Verbandes war. Homefleet, ne? Ist das Stichwort. Ja, dazu, zu dieser ganzen Geschichte, wurde jetzt vor kurzem die Sammlung Seegefecht vor dem Nordkap vorgestellt. Das ist dann der Teil hier. Moment, zack, der Teil hier. Und das wird quasi die Kampagne sein, die man erspielt mit diesem Ereignis zusammen. Also sie umfasst 16 Gegenstände und von denen jeder die verschiedene Rolle im Gefecht darstellen soll. Der Hauptfokus liegt hierbei auf der Duke of York und der Scharnhorst. Ja, hier gibt es dann die Insignie des britischen Schlachtschiffes, und so weiter und so weiter. Ihr kennt das schon mit den Sammlungen.
die dann wiederum nochmal zusätzlich zu dem Feldzug quasi hier existiert. So verstehe ich das zumindest im Moment. Da gibt, was jetzt hier durch diese Sammlung nochmal genau zu erspielen ist, ob da das Schiff rauskommt oder ob das bei dem Feldzug sein wird, wo ich eher glaube, dass das sein wird. Normalerweise kriegt man eine Belohnung für den Feldzug und nicht für die Sammlung, zumindest nicht gleich ein ganzes Schiff geschenkt. Ja, das bleibt abzuwarten, das wissen wir jetzt noch nicht so hundertprozentig. Meine Vermutung liegt aber, wie gesagt, auf dem Feldzug. Wir hatten zu dem Feldzug, hatten wir euch schon einmal in einem Infovideo für den Preview, für den Patch 0615 schon einiges erzählt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das jetzt hier der Vollständigkeit halber nochmal zeigen. Und zwar ist es dann hier. So wird dieser Feldzug wohl aussehen. Er besteht dann aus 5 Teilen. Diese Missionen, die jetzt hier zu erfüllen sind, sind jetzt nicht repräsentativ. Also die Missionen werden auf jeden Fall anders sein. Schwieriger höchstwahrscheinlich. Man muss wahrscheinlich ein bisschen mehr EP erfahren, um hier die Bonus zu bekommen. Wie gesagt, ihr hattet das ja schon ansatzweise gesehen. Hier gibt es halt wirklich ein paar coole Sachen, wieder diese Container-Geschichten, die sie sich ausgedacht haben für den Kreuzzug, also für die Feldzüge, dass der jetzt immer wieder da Container gibt, anstatt immer fixe Belohnungen, ist ja hier überall mit Containern versehen. Wer das Video, wie gesagt, gesehen hat, weiß eigentlich ziemlich genau, was hier passiert. Also hier musste ein deutsches Schiff entdecken oder feindliche Schlachtschiffe 50 Mal treffen mit irgendeiner Bewaffnung oder einen Kampf gewinnen und dabei 5000 Schaden auf gegnerische Kreuzer machen. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit durch. Das, mal sind 10 Module, die beschädigt werden müssen, dann wieder 8000. Und wie immer bei diesen ganzen Geschichten, die Aufgaben sind, soweit ich weiß, wiederholbar. Es gibt bloß den Bonus nicht mehr. Das heißt, wenn eine Aufgabe besonders gut liegt, kann man die auch mehrfach machen. Hier sind dann 5 Sterne zu erfahren. Hier sind 5 Sterne zu erfahren. Da sind auch 5. Da sind 6. Und da sind es auch 6. Ob das bei 6 Sterne oder danach 8 oder 9 Sterne werden, also ob das bei 6 Sternen bleibt oder 8 oder 9 Sterne werden, steht auch noch zur Diskussion. Kann durchaus sein, dass ihr dann mehr Sterne erfahren müsst auf dem Live-Server oder dass man vielleicht auch mehr Sterne für die Aufgaben bekommt. Wer weiß, wie sie die jetzt hier auf dem Test-Server schlagen. Das ist jetzt hier schon der sozusagen zweite Testphase und hier haben sie noch nichts groß verändert. Aber wie gesagt, das wird sicherlich auch wieder. Letztes Jahr war das Neujahrs-Event, ich glaube, bis Mitte, Ende Januar hinein. Von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass man auch hier wieder eine Menge Zeit haben wird, um diese Sache zu erfahren. Und am Ende der ganzen Geschichte, hier ist jetzt die Tierpitz, die hier drinne steht, wird dann wahrscheinlich diese Sache ausgetauscht werden und die Duke of York drinne stehen in dem tollen Hafen. Und wie gesagt, das ist dann der Punkt, den es zu erspielen gibt. Wenn ihr das alles nochmal in detaillierter Form nachprüfen wollt, geht einfach auf die World of Warships Seite, prüft hier die Entwicklungstagebücher, da wird ein bisschen was zu dem Neujahrsevent erzählt und geht einfach die Nachrichten durch mit der Sammlung des Seegefechts vom Nordkap oder die Geschichte der Scharnhorst, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Macht eine Menge Spaß. Und wenn ihr einfach Bock habt, mal ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ladet euch den Testserver-Account runter. Es gibt dafür eine Erklärung, wie sie zu installieren sind oder wo sie runterzuladen sind, welchen Account, wie man einen Account erspielt oder erstellt, weil man alles, was man auf dem Testserver spielt, auch auf dem Live-Server nachher, also nicht alles, aber man bekommt halt eine Belohnung dafür, dass man da teilnimmt. Das sind 3 Flaggen von jedem Typ und so weiter. Premium-Spielzeit im besten Fall. Also von daher, ich denke mal, ist das ganz interessant und eine sinnvolle Sache, da vorauszuschauen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Eine kleine Zusammenfassung für das Neujahrsevent, was wir bis jetzt wissen. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Seacoast-Team, euer Macher. Haut rein. Ciao.